Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Donkey Kong Country Tropical Freeze, Part Nummer 20. Ja, im letzten Part haben wir hier ein bisschen Raketenfass-Action gehabt und haben gleich drei Level freigeschaltet. Und ja, dadurch, dass ich mich halt aber festgelegt habe, dass ich die Plus-Level, oder die A- und B-Level eher gesagt, immer erst hinterher mache, ist die Auswahl nicht schwer und mache hier direkt weiter im Kanonen. Kasachok? Kasachok heißt das doch, oder? Ich weiß leider nicht, was Kasachok bedeutet, aber vielleicht wird mir das Level das sagen. Hoffentlich irgendwie, wenn wir mal sehen. Kasachok. Also mir kommt das Wort bekannt vor, aber ich weiß nicht, was es bedeutet. Keine Ahnung. Kasachok. Könnt ihr mir gerne mal schreiben? So, im Hintergrund haben wir schon Gegner, okay. Schön gemütliche Musik. Auf jeden Fall haben wir wieder ein helleres Level in dem Sinne. Und jetzt sollten wir Didi mitnehmen, wenn ich mir das gerade angucke, okay. Hoffen mal, dass es kein Fehler war. Besonders wenn ich das hier nach links hoch will, ja. Uiuiui. Aber mir kommt trotzdem hoch. Ich habe noch ein bisschen die Musik gehört. Also ich habe gerade rechts noch gesehen, da sind ein paar Raketen in dem, ein paar Raketen, ein paar Bombenfässer gewesen. Aber okay. Sollte man vielleicht nicht berühren. Uiuiui. Nicht runterfallen. Ja, ich bin halt mit Didi jetzt nicht mehr so geübt. Ihr wisst ja, Dixie mag ich lieber. So, alles klar. Wir wissen ja, dass hier spawnt zumindest das Pult halt immer schön in der Mitte. Sehr schön. Und hier gibt es auch wieder nur 5. Okay, alles klar. Okay, ist natürlich die Frage, ob die Gegner im Hintergrund auch anfangen zu ballern. Okay, also hier muss man echt aufpassen, dass man diese explosiven Sachen hier nicht berührt. Vor allem wieder zum Thema Realismus. Seht mal, die brennen schon die ganze Zeit. Und die brennen wohl auf alle Ewigkeit. Ui! Okay. Alles klar. Ist natürlich die Frage, kann ich an dem Seil vorbeispringen? Das ist halt die Frage. Das werde ich vermutlich jetzt mal direkt ausprobieren. Okay, das geht. Alles klar. Okay. Hier sieht man es auch immer schön durch die Bananen. Okay, wenn es ganz unten oder ganz oben sind, ist egal. Alles klar. Hier geht es ganz normal weiter. Man muss nur aufpassen, dass man dabei nicht was verpasst. Lauter, lauter. Ah, hier hat man schon eine leichte 3D-Action in dem Sinne. Alles klar. Wobei natürlich auch die Frage ist, ob man halt auch hier wieder alle Bananen hätte einsammeln müssen. Ein paar habe ich, glaube ich, wieder verpasst. Ui, ich bin gerade total verwirrt. Wo bin ich denn hier in dem Level überhaupt? Oh, das ist natürlich ganz dumm. Viel zu früh geschossen. Okay, hier gibt es eine Münze. Aber ich frage mich, ob die immer wieder kommt oder ob man die jetzt verpasst hat. Weil es kann nämlich. Ich hoffe mal nicht, dass man jetzt ewig wartet und dass dann vielleicht irgendwo ein Puzzleteil ist. Hier zum Beispiel. Ja, seht ihr? Das ist das, was ich meine. Hier kann man dann wohl ganz leicht was verpassen, wenn man zu früh schießt. Eieiei. Okay, das Level scheint ein bisschen umfangreicher zu sein, wenn man sich mal so anguckt generell. Okay, da links geht es nicht weiter. Wenn man hier so rumgeballert wird in allen Winkeln und Ecken, ist mehr ein 3D-Level als 2D. Na du, komischer Hüpfer, Typi. Okay, den brauchen wir. Ey, Kollege, gib die mal her. Na, schneller, schneller, schneller. Uiui. Also muss man sich ein bisschen beeilen, wenn man die Zündschnur betrachtet hat. Eieiei. Aber immerhin, wir kommen doch relativ gut voran, was die Secrets angeht, in dem Sinne. Wenn man sich das mal gerade so anguckt. Also es sollte doch eigentlich kein Problem sein, hier alle Puzzleteile zu kriegen. Also im Sinne von, die schnell zu finden. Achtung. Gib her die Banane. Uiui. Also muss man sagen, Didi ist halt auch so eine Sache für sich. Also er hilft einem, dass man nicht sofort runterfällt. Aber ich habe halt trotzdem lieber Dixie, weil die im Prinzip wie Didi ist, bloß dass man halt noch ein bisschen höher kommt. Ich glaube, mit der Didi würde man eher weiterkommen, in dem Sinne. Was das Fliegen angeht. So, das O haben wir. Und hier geht es schon wieder auch mal runter. Für eine Kleinigkeit. Und ja, gut, wir haben schon fast alle Puzzleteile. Was denn, was geht ab hier? Okay, ist ein bisschen früh explodiert, aber auch gut. Einfach mal ein bisschen warten. Das ist, glaube ich, eher für die Leute gedacht, die da halt durch die Level durchrennen wollen und dann halt. Hallo, explodierst du nicht? Okay, dann halt nicht. habe ich auch nichts übersehen? Wieder jetzt halber gucken. Banane. Banane ich übersehen.
okay, aber das war's dann schon. Könnte immer sein, dass man da was sieht. Achso, man muss sich beeilen, dass man nicht getroffen wird. Ah, okay, links und rechts Kanonenfässer, also durch die Mitte. Ui. Ah, okay, das habe ich verstanden. Man muss halt... Ui, ui, zum Glück hat man drei Möglichkeiten. So, alles klar. Eieiei. Wo ist mein Puzzleteil? Oh, okay. Verstehe. Spring hoch. Dann kriegen wir das N. Okay, alles klar. Eieiei. Das Level, das ist auf jeden Fall sehr interessant aufgebaut hier. So, auch die... Also es ist wirklich mehr 3D als alles andere. Da ist dann das G. Ui, war ich jetzt echt so langsam? Ui, das wird lustig, das G zu treffen hier. Nein! Nein, 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 nein! Tschüss! Oh! Oh! Ich wollte jetzt eigentlich... Okay. Ich wollte jetzt eigentlich mich nur sterben lassen, damit ich hier das G kriege, aber... Interessantes Versteck hier von dem... Von dem Puzzleteil eben. Aber zumindest haben wir jetzt alle Puzzleteile und wir müssen nur die Buchstaben kriegen. Also das Level ist an sich nicht wirklich lang. Aber es ist halt ein bisschen anspruchsvoller, wenn man sich das mal so anguckt. Hier kommst du her. Vor allem, weil ich jetzt nochmal gucken muss. Ui, da ich vielleicht noch irgendwo ein Fass kriege, aber wobei das eigentlich auch egal wird, gell? Weil ich ja eh schon alles habe. So. Fass beobachten. Alles klar, das haben wir ja zum Glück schon gesehen, deswegen kann ich hier ein bisschen schneller rumballern. Aber man muss halt gucken, dass ich dann auch alle Buchstaben kriege. So, das N haben wir hier. Und das G dann am Ende. Wie gesagt, das Level ist halt wirklich mehr 3D als alles andere. Ach, deswegen wurde ich getroffen, weil die halt schneller schwingen, deswegen. Okay, am besten drücken, wenn das G direkt zu mir kommt. Ja, alles klar, sehr schön. Okay, hätte man hier die ja gut, man hätte links die Banane gesehen. Okay, alles klar. Okay, das war ein wirklich kurzes Level im Vergleich. Nicht einmal 10 Minuten erreicht, also können wir auf jeden Fall noch ein Level versuchen. Alles klar, sehr schön. Gefällt mir. Aber wie gesagt, kurzes Level, aber trotzdem mal wieder was Neues, dass man halt wirklich mehr in den Hintergrund geschossen werden muss, als halt einfach nur nach links und rechts. Und das tut dann auch so ein bisschen, man muss halt wissen, wie schnell man halt in den Hintergrund kommt. Und deswegen habe ich halt mich halt ein bisschen gewundert, warum ich bei dem einen Fass getroffen wurde. Okay, wir haben sogar schon direkt Boss-Action. Alles klar. Ich möchte nur ganz kurz mir das Bild angucken, den wir freigeschaltet haben. Was ist das denn? Achso. Ich habe mich gerade gefragt, was sind das für ein komisches Vier? Dabei sind das zwei Küken oder was auch immer. Okay. Ah, das ist so Squawks-Action in dem Sinn, aber ich hoffe mal, dass das vorkommt, weil das ist auch wieder, man sieht halt hier Konzeptzeichnung plus die Idee. Interessant, interessant. Also ich habe halt bei dem Bild eben gedacht, mit den zwei Augen, dass es irgendwie ein Vieh wäre, deswegen. Okay, Savannensause. Mal was anderes, dass man den Boss danach macht, okay. Also nach einem Level, nicht zuerst den Boss und dann ein Level. Bin ich mal gespannt. Vielleicht brauche ich ja bei dem Boss jetzt länger, könnte ja auch sein. Vor allem weiß ich es überhaupt nicht. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was für einen Boss wir jetzt gerade hier haben. Natürlich hätte ich wieder keine Dixie hier. Einfach nur, ja, wie gesagt, weil ich Dixie mag. So. Na. Was gibt's hier Feines? Bananen! Okay. Oh, ein anderer Affe. Gott, wie heißt denn die Affenart nochmal? Ich hab's schon wieder... Oh, ein Ninja. Oder sind es drei? Wie sich wohl immer lustig machen. Okay, ich glaube sogar, dass es drei Affen sind. Okay, mal was anderes. Okay. Uiui. Ah, okay, verstehe. Also zwei greifen an und der dritte... Oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Man sollte vielleicht die... Uiui. Ich glaube, so kann man sie nicht angreifen. Uiui, Achtung. Ja, jetzt kann man es angreifen. Achtung. Ich glaube, man kann sie auch umrollen, gell? Ja, genau. Ich frage mich halt nur echt, ob das jetzt nur verschiedene Affen sind. Okay, da kommt er wieder mit dem... Ach so, okay, man kann auch nicht draufspringen, weil die haben... Ja,
Die haben ja Hörner. Also wenn die mit Hammer kommen, sollte man ausweichen. Ich kann noch gar nicht so gerade leider nicht so ganz auf die Musik achten. Okay, was machen sie jetzt? Oh. Nee, schmeiß mich in die andere Richtung. Nein. Okay. Mich würde auch nicht wundern. Ja, war mir schon klar. Dass sie halt auch jetzt welche werfen, die man halt auch selbst nehmen kann. So, einmal auf die Fresse. Ach ja. Okay, das scheint halt einfach nur für viele Affen zu sein. Als ein Gegner. Oh. Ja, das ist nicht ganz so leicht, wenn die ausweichen. Ja. Okay, also im Prinzip besteht der Boss aus vielen... Weil die könnte man auch direkt umrollen. Okay, das geht auch. Na, verdammt. Den muss ich natürlich jetzt wieder mit einer... Oder ist das der Anführer? Ich habe keine Ahnung. Oh, okay, Geister. Okay. Nein! Uiui. Okay, jetzt heißt es wohl ausweichen. Eieiei. Okay, aber nicht schlecht gemacht. Jetzt geht er auf die Nuss. So. Also der Boss gefällt mir, muss ich sagen, weil das halt wirklich eine komplett andere Idee mal ist. Okay, das will ich nicht. Ah, verdammt. Ich kann sie aber auch so umrollen. Okay, das geht auch. Achtung, aber nicht, wenn sie mit dem Hammer kommen. Na, ich hätte mal weiterrollen sollen. Oh, oh, jetzt passe ich überhaupt nicht mehr auf. Ja, vor lauter hier gucken, was die überhaupt machen hier. Na, also ich muss halt natürlich schon den echten treffen, klar. Aber ich sehe es halt gerade selbst. Es ist ein bisschen... Ich passe halt gerade mehr auf, dass ich nicht getroffen werde. Ja. Da konnte ich nicht mehr gut ausweichen. Na, habt ihr es bald? Ah, was war denn jetzt los? Ich bin, glaube ich, an die Wand gerollt, gell? Ja. Aber gut, ja, das war halt jetzt mein Fehler. Na, Dixie, kommst du her? Wobei vielleicht auch Cranky gut wäre, dass er vielleicht auf dass er auf die Gegner draufspringen kann mit dem Spezialsprung. Auch wenn er mit dem Hammer kommt. Das wäre vielleicht auch eine Idee. Ja, das haben wir schon gesehen. Okay. Also im Prinzip ist der eine, der blaue, glaube ich, der Hauptgegner, irgendwie sowas. Oder es sind halt doch, wie gesagt, drei in dem Sinne. Und wir haben schon die ersten zwei besiegt. So halt der Gedanke, irgendwie sowas. Oder es sind dieselben, dass die auch immer wieder die... Ja, dass sie auch immer wieder dieselben, Ah, okay, man kann ein paar Mal rollen. Okay. Bis sie halt umfallen. Alles klar. Also man kann auch dagegen wirken, dass man halt das Ganze ein bisschen beschleunigt. Aber das muss man natürlich auch erstmal ein bisschen üben. Also erstmal sehen, dass das überhaupt geht. So. Ich glaube sogar, dass der Gegner generell mit Rollattacken, außer halt bei den Bomben, sogar einfacher ist. Na, kommt ihr? Ach ja, stimmt, die machen jetzt was Neues. Ja, dann werft mal eure Bomben hier wieder. Ich höre jetzt mal ein bisschen der Musik zu, dann konzentriere mich. Na Mist. Na, so wird zum Thema, ich passe, ich höre auf die Musik, gell? Na, jetzt aber. Und auch nicht. Ja gut, ich sollte nicht zu voreilig sein, glaube ich. Na, ich treffe gerade nicht mehr, das ist das Problem. Na, der explodiert gleich. Vor allem natürlich, wenn wir gucken, dass ich vielleicht irgendwo ein Leben herkriege. So. Ach, ich merke es gerade. Ja, wenn ich die Bomben werfe, dann prallen die an der Wand ab. Und ja, wenn die halt ein bisschen runterfallen, dann kann ich den Gegner schon treffen. Aber so... Na, den hätte ich haben können. Einmal. Zweimal. Und der müsste jetzt komplett besiegt sein, weil der halt so weiß wurde. Und halt mit der Zeit dann, ja, dreimal getroffen wurde insgesamt. Und jetzt kommt wieder das Finale mit dem hier. Und das heißt jetzt wohl wieder ein bisschen warten, bis sie wieder auch eine Bombe werfen. So, Achtung. Eieiei. Also immer so schön hin und her ausweichen, was das angeht. So. Alles klar. Und wir jetzt ein bisschen besser konzentrieren hier beim nächsten Mal jetzt. So, wenn er so kommt, kann ich ihn umrollen. Das sollte kein Problem sein.
Wobei es eigentlich auch egal ist, weil ich sehe gerade, die tauchen immer wieder neu auf. Ich glaube schon, dass hier Cranky besser wäre, weil man halt dann wirklich auch auf den draufspringen kann, wenn er mit dem Hammer kommt. Eventuell. Ah, jetzt hätte ich ihn treffen können. Einfach nur die Phase abwarten und dann passt das eigentlich schon. Jetzt kommt er mit dem Hammer, okay. Der kommt auch mit dem Hammer. Und der schmeißt einfach nur seine Bombe, okay. Na, jetzt möchte ich aber... Na, verdammt. Ja, das war in die falsche Richtung gerollt. Uiui, dass ich da drüber springen konnte. Jetzt treffe ich dich. So, alles klar. Ohne Leben. Na, was hast du jetzt drauf? Wieder nur zwei. Ah, jetzt kommt wieder die Phase mit dem, dass ich wieder warten muss, bis er eine Bombe werfen. Oder auch ganz viele. Na, verdammt. Heieiei. Ich glaube nämlich auch, dass sie einen erwischen können, wenn die... Achtung. Wenn die in der Mitte halt runterschwingen. Okay, das war's. Das war's. Jetzt auf die Gosch. Immer wieder drauf. Ach ja, sehr schön. Okay. Aber anspruchsvoller Gegner, muss ich schon sagen. Gerade weil es auch so viele waren. Da sieht man sogar, dass es genau drei waren. Jetzt gibt es auch wieder neue Figuren bei Funky Kong. Sehr schön. Ja, das war mal was anderes in Sachen Boss. Auf jeden Fall. Extra viele kleine Bosse in dem Sinne. Okay. Dann können wir uns vielleicht jetzt noch ein paar Figuren kaufen. Und gefällt mir. Vor allem, weil mir wieder... Na, ich werde immer gleich wieder zur nächsten Insel geschossen werden. Okay, das scheint mir nicht unbedingt die ganze Insel zu sein. Aber ich sehe da hinten schon mal Tentakeln. Playa del Kong habe ich gerade noch gelesen, aber nee. Ich würde gerne noch hier ein paar Figuren kaufen. Und im nächsten Part machen wir dann die Bonus-Level hier wieder weiter. So. Vor allem, weil man halt jetzt, glaube ich... Ich weiß halt nicht, ob das Freischalten nur heißt, dass wir jetzt auch den Boss als Figur kriegen können. Oder ob das halt jetzt generell auch die Gegner von der Welt halt sind, die man halt dann noch kaufen kann. Ich kaufe immer wieder 5, weil ich habe ja mehr als genug Münzen. Habt ihr gemerkt, was ich da immer alles ansammelt? Die hatten wir schon. Ah, Cranky Kong, endlich. Dass wir auch mal die ganzen Kongs zusammenkriegen. Okay, die Gräule. Ja, die Gräuleule in dem Sinne. Wieder Donkey Kong, hatten wir schon. Die Shuhu-Figur. Okay, wieder 2 neue. Die können wir uns dann mal kurz mal angucken. Na komm, ich möchte den Laden verlassen. Also so viele Münzen, wie ich dir gebe, Funky, solltest du dir eigentlich jetzt schon mal langsam aber sicher dein Flugboard kaufen können. Wenn das jetzt kaufen würde, in dem Sinne. Na, nee, nicht Musik. Ja, Musik könnte man auch nochmal reinhören, aber die hören wir ja sowieso beim Spielen. So, Cranky Kong, alles klar hier. Mit deinem, mit deinem Bart. Ah, der hat eine Brille auf, das fällt mir jetzt erst auf. Okay, alles klar. Und hier nochmal die 2 Gegner. Na du? Sie guckt aber auch so im Sinne von... Ja... Ja, nee. Die hat wohl keine Lust. Und der hat einfach nur einen dicken Kopf. Und war auch schön, dass man halt mal auch die Gegner sich von hinten betrachten kann, weil normalerweise sieht man ja den Gürtel so nicht. Aber gut, ja. Dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne auch abonnieren, falls ihr mehr von den... Nintendo Patch, okay, würde ich ja sagen, von Donkey Kong Country Tropical Freeze sehen wollt oder auf meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.